Ich bin Marius Giesel, ich wohne in Aesch. Wir haben hier einen gemischten Betrieb mit Milchviehhaltung, Ackerbau, ein bisschen Hochstammobst und Beere. Biodiversität ist für mich die Vielfalt von verschiedenen Kulturpflanzen und Wildpflanzen, von verschiedenen Tieren, die mir helfen, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Nützling und Schädling zu erhalten. Darum ist die Biodiversität für uns als Landwirt sehr wichtig. Ein Element von Biodiversitätsförderflächen sind Hochstammobstbäume. Die bieten Lebensraum für viele Insekten, verschiedene Insekten, die wiederum von Vögeln als Nahrungsgrundlage genutzt werden. 20% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche ist bereits Biodiversität. Die Landwirtschaft hat erkannt, wie wichtig das für sie selber und für die ganze Gesellschaft ist. Die extreme Biodiversitätsinitiative wird jetzt 30%. Die Initiative schwächt unsere Nahrungsmittelproduktion. Sie nimmt uns wertvolle Flächen weg, um Nahrungsmittel zu produzieren. Die Nahrungsmittelproduktion verlagert sich somit ins Ausland. Darum stimme ich am 22. September Nein zu dieser extremen Biodiversitätsinitiative. Danke für eure Unterstützung.